Ich habe meine gesamte Elektroausrüstung in Organizer verpackt. Menschen, die ein Zuckermessgerät oder ein anderes elektrisches Gesundheitsgerät gebrauchen, sollten darauf achten, solche Geräte zu erwerben, die durch Akkus oder durch einen eingebauten Akku über eine USB-Spannung aufgeladen werden können. Ich benutze zwei Solarpanel, faltbar. Die Marke tut nichts zur Sache. Eine mit 15 Watt, eine mit 21 Watt Ausgangsleistung, um meine Powerbänke und mein Ladegerät für Double-A und AAA-Akkus laden zu können. Die Panels haben meist zwei Abgänge, einen mit einer höheren Ampere-Leistung, einen mit einer geringeren Ampere-Leistung. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass wenn man an beiden Geräten lädt, der Ladestrom halbiert wird oder entsprechend anders aufgeteilt wird und man so ein Gerät langsamer voll bekommt. Das Gute an diesen Panels ist, man kann sie durch die Schlaufen auch am Rucksack befestigen und bei der Bewegung durchs Gelände so Akkus aufladen. Man ist nicht darauf angewiesen, einen Platz zu suchen, sondern man kann auf dem ganzen Marsch auch schon wenigstens eine Powerbank aufladen. Warum zwei Solarpanels? Ich habe stets zwei Powerbänke dabei, eine kleinere und eine größere, die ich als Überbrückung für Zeiten benutze, in denen wenig Sonne am Himmel steht und so trotzdem meine anderen Akkus und Geräte noch betreiben kann. Man kann günstig Ladepeitschen kaufen, an denen alle möglichen Adapter vorhanden sind, sodass man verschiedenste Geräte aufladen kann. Zu den beiden Powerbanken habe ich ein Ladegerät, das mit einer USB-Eingangsspannung versorgt werden kann und in der Lage ist, Doppel- oder Zweifach-A- und Dreifach-A-Akkus zu laden. Es ist sinnvoll, seine Akkus immer wieder zu überprüfen, ob sie voll geladen sind. Das sieht man hier an diesem kleinen Ladegerät sehr gut. Grün blinkt, bedeutet, die Akkus sind vollständig aufgeladen und können wieder entnommen werden. Natürlich sollte man immer eine netzgestützte Ladeoption dabei haben. So habe ich mindestens einen USB-Ladestecker dabei, mit dem ich auch vom Stromnetz her meine Geräte laden kann. Ich besitze zwei dieser netten Koffer mit PPR-Funkgeräten, die mit Dreifach-A-Akkus betrieben werden. Diese kann ich problemlos auch im selben Ladegerät laden. Besonderheit dieses Ladegeräts ist es, dass man Dreifach-A- und Doppel-A-Akkus gleichzeitig laden kann, weil jeder einzelne Akku eine eigene Ladekontrolle hat. So kann man auch unterschiedliche Kapazitäten auf einmal laden. Jedes Gerät immer zwei Sätze Akkus mit, beide natürlich geladen, aber nicht eingelegt, damit die Selbstentladung vermieden wird. Ansonsten ist alles dabei, auch ein Ladegerät für Kfz, für Strom, wobei ich die Akkus lieber extern lade als im Gerät.
Nicht fehlen darf mein Kindle E-Book Reader, wobei da jeder E-Book Reader mit E-Ink empfehlenswert ist, auf dem ich Literatur zum Vorlesen habe, um die Langeweile zu überbrücken, aber auch Fachbücher aus dem Bereich Survival oder Technik. In einem zweiten Organizer habe ich mein GPS-Gerät. Das ist ein kleines Wander-GPS-Gerät. Ausreichend Ersatzakkus für dieses Gerät, das auch mit Doppel-A-Batterien oder Akkus betrieben werden kann. Zudem für die Orientierung notwendige Kompasse. Davon habe ich zwei. Einen Marschkompass und einen Kompass, der für Karten geeignet ist. Sowie einen Laserpointer mit UV-Licht und Licht, falls das Ablesen oder Einlegen für das Gerät mal wirklich Licht benötigt und kein anderes zur Verfügung ist. Mein GPS-Gerät ist schon etwas älter, aber es tut seinen Dienst. Natürlich verwende ich nicht nur das GPS-Gerät, sondern auch entsprechendes Kartenmaterial. Auf den meisten Karten wird das UTM-Raster verwendet. Stellt man das GPS auf UTM um, so ist man mit den Karten kompatibel. Nun kann man auch leicht Koordinaten vom GPS auf die Karte übertragen. Bei Online-Kartenmaterial wie dem Bayern-Atlas kann man dieses Koordinatensystem ebenfalls einstellen. Zum Umgang mit Kompass und Karte gibt es auf YouTube viele Tutorials.